Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hey, ich bin nach wie vor auf den AMA Creator Days bei Amazone, und wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, haben wir uns jetzt die Düngetechnik vorgenommen, und dafür habe ich den absoluten Spezialisten Johannes dabei, der uns ein bisschen was zu den Düngerstreuern von Amazone erzählen möchte, speziell was da für Neuerungen hinzugekommen sind. Magst du dich einmal vorstellen? Genau, ja, moin, mein Name ist Johannes, ich bin bei Amazone fürs Produktmarketing der Düngetechnik zuständig, und ja, zu anstehenden Agritechnica haben wir zwei Neuheiten, einmal unseren ZRTS 5000, hier links von mir, und dann das Highlight oder die große Neuerung, unser neuer ZGTX. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine große Bude. Die Seite hier willst du wahrscheinlich erstmal anfangen, ne? Ja, würde ich vorschlagen. Was haben wir jetzt hier? ZGTX ist unser neuer Kombistreuer. Ja. Unseren ZGTS, den kennen ja vielleicht schon viele, ist ja unser spezialisierter Präzisionsstreuer für Mineraldünger. Das heißt, damit können wir mit unseren digitalen Features wie Wind Control, Argus Twin etc. extrem präzise streuen, aber natürlich nur Mineraldünger. Ja. Und jetzt mit dem Kombistreuer können wir sowohl erdfeuchten Kalk als auch Mineraldünger streuen. Das ist schon mal eine interessante Sache. Da bin ich gleich mal gespannt, was du erklärst, wie ihr das technisch gelöst habt. Genau, aber was man jetzt erstmal braucht, Kalk ist ja ein sehr schweres Material, ja, ungefähr 1,5 der Faktor. Also haben wir hier jetzt eine sehr robuste Maschine. Man sieht es ja schon hier. Die tiefgezogene Deichsel bis zur Behältermitte. Ja. Und hinten eine 15-Tonnen-Achse. Dadurch können wir auf dieser einachsigen Maschine 21 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht realisieren. Das ist schon ordentlich. Anschlusstechnisch, wie sieht das hier aus? Was benötige ich alles? Wie viele Steuergeräte und so weiter? Genau, das Streuwerk ist immer angetrieben über die Zapfwelle, ja, 540 Umdrehungen. Und dann können wir entweder über Load Sensing oder auch mit einem einfach wirkenden Steuergerät und Ölumlauf den Bandboden steuern. Ja. Und jetzt haben wir hier an dieser voll ausgestatteten Maschine noch eine hydraulische Plane, also auch nochmal ein Steuergerät, ja, den hydraulischen Stützfuß und hinten unseren Grenzstreuschirm für Kalk, den wir uns gleich nochmal angucken. Okay. Ja. Und dann das Ganze hier mit ISOBUS bedient. Das heißt, wir können Applikationskarten umsetzen, Section Control etc. Für einfachere Maschinen haben wir aber auch noch ein maschinenspezifisches Terminal, also ohne ISOBUS. Ja, okay. Also ISOBUS ist nicht Serie bei der Maschine. Genau, wir haben, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dadurch, dass es sich um einen Kombistreuer handelt, können wir den sehr vielfältig ausstatten. Wir haben jetzt hier die hoch ausgestattete Variante, 11.000 Liter, 21 Tonnen ISOBUS. Mhm. Aber gerade wenn ich da ans Verleihgeschäft denke, Kalkstreuer stehen ja auch häufig bei der Genossenschaft, werden verliehen, können wir den auch sehr einfach ausstatten. Dann haben wir auch eine Obenanhängung möglich, eine kleiner dimensionierte Deichsel, dann sind wir bei 12,5 Tonnen Gesamtgewicht. Mhm. Und dann das Terminal, ich habe es glaube ich sogar hier in der Box liegen. Jo. So sieht dann das maschinenspezifische Terminal aus. Mhm. Das ist unser EasySet 2. Das ist genau das gleiche wie vom ZRM, ZRX, ZRV, da haben wir das auch. Und da ist ja wirklich jede Taste eine Funktion. Mhm. Das heißt, ich kann es mir gerade im Verleihen oder beim Lohnunternehmer einfach auf die Kabine stecken und komme hier damit klar. Okay. Ja, hier sehen wir schon die Easy-Check machen. Genau, alles mit an Bord. Ja. Auch wieder hier. Hier würde theoretisch passt hier ein ganzer Satz Streuschaufeln rein, wenn der Lohnunternehmer von 15 auf 36 Meter wechseln möchte. Okay. Gut, aber das Interessante sehen wir dann ja jetzt gleich hinten wahrscheinlich, ne? Genau, hier haben wir jetzt das Herzstück, das Streuwerk. Was ist jetzt hier die Besonderheit? Jetzt natürlich das Dünger oder das Kalkstreuwerk aufgebaut. Wir streuen jetzt hier heute auf der Veranstaltung, da wir leider nicht kalken können, Mauersand, aber auch das funktioniert. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben hier oben unsere Kettenhake, ja, welche den Gutstrom auflösen soll und den gleichmäßig beschickt. Dann gelangt der Kalk oder jetzt hier der Mauersand über die Rutsche zu den Streuschaufeln. Und mit diesen Streuschaufeln können wir jetzt den Kalk auf 16 Meter verteilen. Ja. Hängt immer ein bisschen am Streustoff, aber teilweise kann es auch mehr sein oder weniger. Und noch mal ein ganz wichtiges Feature. Wir haben eben jetzt hier beim Kalkstreuen, ist ja eigentlich eine sehr einfache Aufgabe, trotzdem bei der Entwicklung auf Präzision geachtet. Da sehen wir jetzt hier unseren Mindermengenschieber. Ja. Normalerweise streue ich bei Kalk Aufwandmengen 2,5, 2 Tonnen. Wenn ich jetzt aber nur eine Tonne streuen möchte, zum Beispiel eine Kopfkalkung, dann muss ich ja irgendwie meine Auslauföffnung verjüngen.
Weil sonst, wenn dieser Bandboden sehr langsam dreht, dann habe ich immer so eine Schwallbewegung und keine gleichmäßige. Ja, man kennt so eine Praxis. Ja. Und das können wir jetzt einstellen. Und ja, so viel zum Kalkstreuwerk. Das will ich noch mal kurz erwähnen, das ist unser Streuschirm. Den können wir dann auch runter machen und dass wir dann auch den Kalk grenzscharf streuen können. Mhm. Genau. Ja, aber mit den Scheiben natürlich keine präzise Düngerausbringung möglich. Nee, das geht natürlich nicht. Und das ist ja auch immer, warum wir uns dieser Maschine gewidmet haben. In der Vergangenheit war es häufig so, bei einem Kombistreuer, man hat bei einem von beiden Kompromisse gemacht. Man kann nicht mit derselben Maschine Kalk und Mineraldünger streuen. Und hier können wir jetzt mit wenigen Handgriffen, dauert ungefähr 25 Minuten mit einer Person, 4 Bauteile tauschen und dann haben wir unseren Mineraldüngerstreuer. Das können wir uns ja vorne nochmal angucken, ne? Genau. Gut, hier habt ihr jetzt nochmal die Komponenten exemplarisch aufgebaut, die hinten sonst verbaut werden würden, korrekt? Genau. Das sind also die Sachen, die wir tauschen müssen. Was haben wir hier? Einmal die Trichterrutsche. Hinten haben wir eben die für Kalk gesehen, komplett geöffnet, weil wir bei Kalk da bis zu 1,5 Tonnen pro Minute durchstreuen müssen. Und hier jetzt alles deutlich filigraner für die Mineraldüngung. Ja. Und hier jetzt unsere Streuschaufeln. Und das ist eigentlich das Besondere. Wir haben jetzt hier unsere bekannten TS-Streuschaufeln. Genau die gleichen, wie wir sie auch am TS, also am angebauten Streuer haben. Mit denen wir den Dünger also auf bis zu 54 Meter verteilen können. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit dieser Maschine sowohl Kalk streuen, aber zum Beispiel auch Harnstoff super auf 36 Meter. Okay. Und 25 Minuten etwa umbauen, sagst du? Genau. Warum hat das einen Grund, dass ihr jetzt nicht den Weg gegangen seid, dass ihr hinten an den Streuer beispielsweise noch einen separaten Streuer habt oder so? Kennt man ja auch. Ja. Haben wir bewusst nicht gemacht, weil es natürlich sehr kostenintensiv ist. Ja. Wenn ich das Getriebe oder die beiden Getriebe und einen komplett neuen Streuer wechsle, wird es natürlich sehr kostenintensiv. Ja. Und hier kann ich jetzt super einfach eben diese einzelnen Bauteile wechseln. Ja, Streuscheiben, den Deflektor und hier die Einlagerutsche. Und ich mache sie am Ende des Tages vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Genau. Im Frühjahr streue ich Dünger und im Sommer dann meinen Kalk. Ja, genau. Und wie das Ganze zusammengebaut aussieht, gucken wir uns am Zeller TSM an. Genau. Nochmal eben kurz hier zwischengeschoben, wenn wir das hier hinten anbauen, das hattest du gerade nochmal, dann wären da... Genau, wir haben ja vorne die aus Kunststoff die Einleittrichter gesehen und wenn wir den jetzt auf Dünger umbauen, das heißt unseren Doppelschieber hier oben runterklappen, damit wir dann rechts, links Dünger streuen können, wie man es von jedem Düngerstreuer kennt, selbes Prinzip, wie wir gleich sehen, können wir hier dann unser Einleitsystem einhängen und haben dann auch bei diesem Streuer eine Einleitsystemverstellung mit bis zu 16 Teilbreiten und auch unser Headland-Kontrollsystem. Da würde ich aber gleich beim TS was zu sagen. Okay. Ja, das sticht natürlich deutlich raus, dass das ein ganz schön dicker Eumel hier hinten dran ist. 5000 Liter, vorher ging er bis 4200, meine ich. Genau. Und am besten kannst du dich, glaube ich, nochmal wieder auf die andere Seite stellen, damit wir keine Windgeräusche haben. Ist doch recht windig heute. Ja, das ist jetzt hier unser neues Topmodell. Du hast es schon gesagt, 800 Liter mehr Volumen, 4,5 Tonnen Nutzlast. Das heißt, wir können jetzt insbesondere bei leichten Streustoffen, wie zum Beispiel Harnstoff oder auch SSA, jetzt die kompletten 4,5 Tonnen ausnutzen mit den 5000 Litern. Ja. Aber was bei der Maschine eigentlich viel spannender ist, ist ja das, was das Streuwerk und ja, die Präzision und die Technik, die dahinter sitzt. Wir haben es ja gerade beim TX gesehen. Wir sehen jetzt hier genau dieselben Streuschaufeln, nur eben an unserem Präzisionsstreuer, dem TS-Streuer. Und hier arbeiten wir ja auch mit einer Aufgabepunktverstellung. Und das ist dann am Ende am ZGTX, also an dem Kombistreuer, genau das gleiche Prinzip wie hier. Wir haben wieder zwei Schieber, eine Aufgabepunktverstellung und können dann Features wie Headland-Control realisieren. Mhm. Da sind Kannst du einmal kurz erklären, was das ist? Genau, da sind wir eigentlich schon beim Stichwort. Ja. Ja, der ein oder andere, der schon mal Düngerstreuer gestreut hat, der wird es kennen. Ich streue den Dünger ungefähr eine halbe Arbeitsbreite hinter die Maschine. Mhm. Also bei 30 Meter ungefähr 15 Meter. Mhm. Und dann habe ich in meinem Section-Control negative negative Ausschaltpunkte. Ich müsste also mit meinem Schlepper über die Fahrgasse drüber hinwegfahren, nochmal rückwärts setzen. Mhm. Ja, wissen wir alle, das macht keiner. Ja. Also wird meist einfach der Ausschaltpunkt ein bisschen korrigiert. Ist echt problematisch und wir haben das bei unserem Steuer nicht mit drin, wir haben ZAV, da kann man es auch leider nicht nachrüsten. Aber das wäre nochmal eine charmante Sache. Bei welchen Ausschaltpunkten bist du da beim ZAV unterwegs? Boah, das kann ich ja so im Kopf nicht sagen. Aber man ist meistens so in dem Bereich 0, das kommt schon hin, ja. Aber wir brauchen ja eigentlich plus 5. Genau, wir müssen ja auch, wir messen immer vom Streuer.
Ja, und da können wir mit Headlamp Control jetzt am Vorgewende in die Feldinnenseite weiter streuen. Mhm. Und somit quasi unsere Arbeitsbreite vergrößern und uns die 5 Meter zum Beispiel mehr erarbeiten. Ja. Und dann können wir genau der Spritzspur folgen, müssen nicht keine Kompromisse beim Section Control einnehmen. Ja. Und das Besondere hier ist ja auch, wir haben 128 Teilbreiten, die wir auch in Form einer Parabel streuen können. Ein Düngerstreuer ist ja kein gerades Gestränge wie bei der Spritze. Mhm. Wir streuen ihn ja in einem Halbkreis. Ja. Und dann fangen wir bei Headland Control zum Beispiel an, als erstes von außen nach innen die Teilbreiten wegzuschalten. Und das nennt sich dann bei uns am Ende des Tages Headland Control. Ergibt ja auch Sinn, ne? Und hat man vielleicht auch schon mal im ein oder anderen Video gesehen, dass dann halt auch, wenn man es über das Fan-Guide beispielsweise laufen lässt, dass dann halt auch die Teilbreiten dann entsprechend parabelförmig angezeigt werden. Richtig. Da ist ganz wichtig zu sagen bei dem Headland Control, es ist terminalabhängig, weil wir dafür enorm viel Rechenleistung brauchen. Mhm. Man kann sich vorstellen, 128 Teilbreiten, die alle einen anderen Ein- und Ausschaltpunkt haben. Mhm. Da brauche ich enorme Rechenleistung. Und natürlich auch einen Schlepper, der so viel Teilbreiten schalten kann. Das ist das Nächste. Das steht und fällt, da gibt es Terminals, mit denen funktioniert das und mit welchen, mit denen funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann würde er sich umschalten auf gerade. Richtig. Und dann entsprechend so viel Teilbreiten, wie er schalten kann. Wir können im Streuermenü wählen, ob 128, 64 und so weiter, können das ein- und ausschalten. Und auch dieses Parabel, auch dieses Headland-Control, dieses weitere Streuen auf Knopfdruck, auch das muss umgesetzt werden, weil wir ja mit einem Knopfdruck während der Fahrt die Geometrie im ISOBUS ändern oder im Task-Controller. Und das muss natürlich auch das Terminal irgendwie umsetzen können. Ja. Okay. Was haben wir noch für Neuerungen oder für Änderungen oder Besonderheiten hier dran? Genau, die Besonderheiten sind, wir gehen vielleicht einmal rum, dann kann man sehen. Ja, neben Headland Control, also dieser Softwarelösung, auf jeden Fall hier unser Windkontrollsensor. Mhm. Hier jetzt eingeklappt, wenn wir die Streuscheiben aktivieren, fährt der Sensor hoch und dann messen wir über der Schlepperkabine den Wind. Dann sieht's okay, das heißt, er geht auch automatisch rein, sobald ich meine Streuschaufeln ausmache. Genau, weil sonst weißt du ja selber, kann schnell mal abgefahren. Ja. Okay. Und ansonsten habe ich hier noch Argus Twin dran. Genau, die Streufächerüberwachung, wenn wir jetzt sehr heterogene Streustoffe haben, gerade die letzten 2 Jahre hat es eigentlich auch jeder mitbekommen, unterschiedliche Chargen, messen wir online mit diesen Radarsensoren, wo der Dünger die Streuscheibe verlässt und können dann genau den Streufächer optimieren. Ja, okay. Außerdem eine Neuheit kann ich vielleicht jetzt schon mal erwähnen, wo wir auch dran sind, ist Curve Control. Mhm. Gerade beim Düngerstreuer, ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir streuen weit nach hinten, schwenkt der Streufächer natürlich auch aus. Mhm. Und Curve Control kennen wir ja schon von den Pflanzenschutzspritzen, da bieten wir seit einigen Jahren an, dass wir dann in der Kurve die Mengenverteilung ändern, weil ja innen das Gestänge langsamer dreht als außen. Ja. Habe ich auch ganz vergessen, eben bei dem anderen Video bei der Precea, da bietet ihr das jetzt auch neuerdings an. Genau, da haben wir es auch. Da ist ja überall erstmal dasselbe Prinzip, da geht es nur um die Menge. Mhm. Beim Streuer ist das Ganze wesentlich komplexer, weil wir eben durch dieses dreidimensionale Streubild und diese Schwenkbewegung da deutlich mehr Einflüsse haben. Und da sind wir jetzt eben auch dran, dass wir auch beim Düngerstreuern Curve Control haben und dann den Streufächer quasi in der Kurve hinterm Streuer hin und her schwenken. Mhm. Weil auch das kennt man, wenn man einfach um eine Kurve fährt, 90 Grad, meistens zieht dann auch im ISOBUS die grün markierte Fläche über die Grenze hinaus. Mhm. Und das wollen wir damit dann in Zukunft kompensieren. Ja, viele effizienzsteigernde Maßnahmen auf jeden Fall. Ja, und ich sag mal, auch ohne diese ganzen Helferleinen weiß ich das von unserem ZAV, dass er halt schon fast aufs Kilo genau streut. Verteilung kann man natürlich nicht immer ganz nachvollziehen, aber wir arbeiten halt auch mit den Easy-Check-Matten und so weiter. Und wenn das alles noch mit on top kommt, dann ist ja schon ganz schön viel drin, was auf jeden Fall dazu beiträgt. Ne? Genau, und das ist dann eben bei unserem ZATS, das ist ein absoluter Präzisionsstreuer, da haben wir eben alles dran, was wir da zu bieten haben. Ja. Okay, dann haben wir es soweit, oder? Ich denke schon. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, kein Thema. Und dann schauen wir mal weiter, was hier noch so gibt. Ja, und dann noch viel Spaß. Danke.